Hallo und herzlich willkommen bei Lana Jetzt. Heute mache ich eine meiner Lieblingsmehlspeisen, nämlich einen Mohnzopf. Und den habe nicht nur ich gern, sondern auch mein Mann. Den hat er fast noch lieber als sein Mountainbike. Aber Mohnzopf ist eh eigentlich ganz was Gesundes. Nicht besonders viel Fett durch den Germteig. Der Mohn an sich hat zwar Fett, aber sind gesunde Fettsäuren. Und er enthält auch viele Aminosäuren, die in der Kombination mit dem Getreide, dem Dinkel, zu einem sehr hochwertigen Eiweiß werden und vom Körper gut aufgenommen werden können. Ja, brauche gar nicht viel drüber reden. Ich sage mal, gehen wir zu den Zutaten. Und zwar, ich nehme diesmal ein helles Dinkelmehl. Habe in dem Fall lieber als das Vollkornmehl, und beim Dinkel ist es gar nicht so schlimm, dass es ein helles Mehl ist, weil beim Dinkelkorn die Vitalstoffe über das ganze Korn gleichmäßig verteilt sind, also auch im Stärkekörper drinnen. Dann brauchen wir Hefe, etwas Salz, Milch, wieder Mandelmilch, die sich wunderbar eignet, hat ein bisschen Marzipan-Geschmack sogar, ein Ei, etwas Butter oder vegane Margarine, wie ihr das wollt. Dann einen Honig habe ich da, und zwar einen ganz guten, das ist unser Lieblingshonig überhaupt. Der echte Zeltschachberger Waldhonig von der Familie Sackel. Von der Familie wird es wahrscheinlich noch mehr hören. Das sind Biobauern, eben am Zeltschachberg, und gute Freunde von uns. Und ich glaube, wir haben mal ein Video dran, wie es überhaupt zu so Honigernte, sagt man glaube ich, Honiggewinn kommt. Also wenn geht um Honigernte, Honigschleudern machen. Dann werden wir das filmen. Dann brauchen wir Rum, Zitronenschale, und das war es eigentlich für den Germteig. Für die Füllung brauchen wir ebenfalls Honig, Rum und Zitronenschale. Dann den Mohn natürlich, wer mag Rosinen, ich habe sie sehr gern drinnen. Wieder ein bisschen Mandelmilch oder irgendeine Milch, Zimt, Vanillepulver, und dann haben wir noch drüber eine Zuckerglasur, wo ich einen Zitronensaft und einen Birkenzucker am Boot drin nehme. Ja, und jetzt gehen wir zur Zubereitung. Zum Mehl gebe ich mal die Trockenhefe dazu. Salz. Und rühre das einfach einmal so mit dem Schnittbesen durch. So. Dann die lauwarme Milch. Das Ei. Den Honig aber wir müssen ein bisschen zum Ofen stellen, weil der ist total kristallisiert. Wir mögen den so, muss ich sagen. Er wird ja flüssig, wenn man ihn erwärmt. Nur wenn man wirklich erhitzt, dann gehen natürlich auch viele gute Stoffe verloren, Vitamine und Enzyme. Von denen schreibe ich dann eh auf meinem Blog auch, was die so bewirken. So, dann etwas vom Rum. Zitronenschale. So, jetzt rühre ich das einmal eine Zeit lang und dann knete ich das zu einem glatten Teig. So. Jetzt ist der Teig bereit für die Knetmaschine. Da wird jetzt noch ein bisschen Mehl reingeben und da lassen wir ihn jetzt eine Stunde zugedeckt gehen. Den stelle ich jetzt warm über den Ofen auf. In der Zwischenzeit können wir die Mohnfülle zubereiten. Kauft die bitte nie fertig im Supermarkt, weil da ist der Mohn erstens einmal schon gemahlen, und das habe ich schon einmal erklärt, wenn man Nüsse oder Samen mahlt, die fettreich sind, dann kommt das Fett mit dem Luftsauerstoff in Berührung und oxidiert und wird schnell ranzig. Um dem entgegenzuwirken, müssen die dann Konservierungsstoffe natürlich dazu tun und essen wir dann mit. Das heißt, Nüsse und Samen immer als Ganzes kaufen und frisch mahlen.
und in einer Mohnfülle, sowieso dann noch Zucker und irgendwelche pflanzlichen Fette, welche gehärteten und pipapo drinnen. Also macht es selber, ihr werdet sehen, es geht total schnell und einfach. Also den Mohn ganz gekauft, wird jetzt frisch gemahlen mit so einer einfachen Mohn-Kaffee-Nussmühle. So. Ich habe das alles schon in den Topf gegeben, weil das wird jetzt erwärmt. Die Mandelmilch. Probiert es aus mit der Mandelmilch. Es muss nicht immer Kuhmilch sein und diese Mandelmilch macht sich gerade mit dem Mohn wirklich gut in diesem Topf, weil eben dieses Marzipan-Aroma von den Mandeln dort zur Geltung kommt. So, also die Milch habe ich da jetzt reingegeben. Eigentlich alle Zutaten kann man da jetzt reingeben. Also es ist der Mohn, die Milch, die Zitronenschale, der Honig, dann kommt ein bisschen Zimt, Vanillepulver, die Rosinen, wer mag, und ein bisschen Rum. So. Das Ganze rühre ich jetzt, es muss nicht kochen, aber soll schon Temperatur kriegen und der Mohn quält dann. Und dann können wir das eigentlich auch schon wieder vom Herd nehmen, dann ist die Fülle fertig und ihr seht, wie leicht das eigentlich ist, so eine Mohnfülle zuzubereiten. Und es hat wirklich viele Vorteile, den Mohn frisch zu mahlen und eben keine Konservierungsstoffe drin zu haben. So, die Mohnfülle ist fertig und jetzt warten wir nur noch, bis der Teig fertig aufgegangen ist und dann geht's weiter. So, der Teig ist jetzt fertig. Der ist wunderschön aufgegangen und ihr seht, das ist nicht vollständiges Auszugsmehl, sondern da sind schon ein bisschen so kleine Stückchen drinnen und in dem Mehl ist überhaupt 5% Keimlingsmehl dabei. So, jetzt wollen wir den schön aus. Ein bisschen zusammenkneten. Haben wir das schon ausgeholt und das belegen wir jetzt mit der Mohnfülle. Einfach schön gleichmäßig am Teig verteilen. Da oben so ca. 2 cm Teig freilassen, dass man das dann gut verschließen kann. Und jetzt rollen wir das einfach ein. Ein bisschen anpickt. So. An den Enden zumachen. Und die Rolle geben wir jetzt aufs Backblech. Ich habe da Backpapier draufgegeben. Ich schneide jetzt von der Mitte so runter, der Länge nach. So. Und hebe das so drüber wie ein Kordel. So. Und von der anderen Seite machen wir das Gleiche. So ein bisschen aufdrehen, dass das Schwarze auch zum Vorschein kommt. So, ein bisschen wenig Platz habe ich da am Blech, aber dann machen wir es wieder zu. Dann kann man es auch noch ein bisschen aufschneiden. So, ein bisschen aufmachen. Und das lassen wir jetzt auch noch einmal 40 Minuten ein bisschen aufgehen und dann wird es gebacken. Jetzt ist der Zopf noch einmal richtig aufgegangen. Der ist schon fast das Blech klein. Und bevor ich mir jetzt in den Ofen reingebe, bestreiche ich es noch ein bisschen mit Milch.
habe da wieder, ich glaube, gemischt Hafer und Mandelmilch. Also der Zopf ist ja fast vegan, wenn ihr das Ei weglasst, das ist eigentlich normal überhaupt kein Problem beim Wärmteig. Und statt ein bisschen Butter, das ich genommen habe, auch vegane Margarine nehmt, habt ihr einen veganen Mondzopf. So, und jetzt gewinnt bei 175 Grad in den Ofen. Vorgeheizt natürlich. Dann kann man das so circa ein paar Stunden drin sein, man wird sehen. Und für die Zuckerglasur nehme ich den Staubzucker oder den Birkenzucker und den Zitronensaft und rühre das glatt. Jetzt war der Zopf 35 Minuten drinnen. Und er ist richtig schön aufgegangen noch einmal. Ich glaube, der pickt im Ohr. Ist ein Riesending. Super schön, unglaublich groß, wenn man mit zwar dem Essen. Hm? Naja, es ist ja Ostern jetzt abholt und bis Ostern wird er nicht halten. Das ist aber wunderschön schaut er aus, gut gelungen. Jetzt lassen wir ihn auskühlen und dann werden wir ihn noch ein bisschen mit dieser Zuckerglasur beträufeln. Und jetzt fehlt nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Jetzt stellen wir ihn fertig mit dieser Zitronenzuckerglasur. Mittlerweile ist es Abend geworden, dauert ein bisschen immer mit den Gehzeiten, aber im Endeffekt ist es nicht so viel Arbeit. Und jetzt freuen wir uns wirklich schon, so ein Kaffee gedunkt, Milchkaffee gedunkt, ist das ganz was Herrliches. Und ich wünsche euch ebenso viel Freude damit, wie wir sie jetzt gleich haben werden. Und auch beim Backen natürlich. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, vielleicht sagt, wie euch das gelungen ist. Wenn ihr meinen Blog abonniert, da klicken, dann kriegt ihr jedes Video per E-Mail geschickt, beziehungsweise den Link. Und ja, mir bleibt nur noch mich zu verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.